Warnung, dies ist ein Rollenspiel. Ich werde im ganzen Spiel über Polizist Simba sein. Beim nächsten Film werde ich die ganze Zeit über Fluffy sein. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal nochmal den gleichen Film, nur ich bin dann Fluffy. Und zuerst sollte ich mir gut einprägen, was alles in dem Film passiert. Legen wir los. Und schaut gefälligst nochmal den Film an. Oder mache ich den für die Fisch? Ihr seid doch nicht zu gebrauchen, ihr nutzlosen, interaktiven Dreckshützchen. War nur ein Witz, also. Ah, so schön angenehm. Wunderschöne kühle Luft. Oh! Meine Schuhe. Wofür wir Katzen überhaupt Schuhe im Schnee brauchen, wundert mich ja auch. Wir brauchen doch sonst keine Schuhe. Wir brauchen im Regen keine Schuhe. Das heißt, wenn wir in die Buhr fallen, brauchen wir keine Schuhe. Aber im Schnee schon. Naja, was soll man machen? Die wollte dann wieder in die Polizeistation. Hier draußen wird es langsam schon kalt. So, jetzt einmal gucken, was Fluffy macht. Er schaut wohl eine Sendung an. Oh, Fluffy. Sie versucht, die Krabbe. Hallo. Wie geht es dir denn? Ich musste jetzt etwas Dringendes erledigen und deshalb bin ich so spät gekommen. Was spielst du denn da? Minecraft. Zeig einmal. Oh, das sieht ja äußerst interessant aus. Ist es auch. Wow. Na dann. Fluffy. Aber ja, Fluffy, ich glaube, du steckst schon wieder in Schwierigkeiten. Susi sucht dich. Du musst schon wieder der nationale Babyaufpasser sein. Nein, diesmal nicht. Nein, doch. Fluffy, wenn du das machst, dann kriegst du extra viele Katzencoins. Was? Katzencoins? Ja, Katzenmünzen. Brauchst du die nicht? Natürlich. Eben, also pass auf die Babys auf. Pro Stunde kriegst du, sagen wir, 50 Katzencoins. Na gut, 150. 550, das ist mein letztes Wort. Nicht möglich. Ja, wie viel denn sonst? 10 Milliarden kann ich dir aber nicht pro Stunde geben. Viel zu viel. 5 Milliarden? 5 Millionen? Eine Million? Ja. Okay, sagen wir eine Mill. Dann sagen wir eben 500.000 pro Stunde. Und für 2 Stunden wäre das 1 Million. Du musst 10 Stunden aufpassen. Dafür kriegst du 5 Millionen. Bist du eine reiche Katze, Fluffy? Mach deine Arbeit gut. Ich muss jetzt wieder in den Arbeitsraum. Hoffentlich macht Fluffy das gut. Normalerweise schon. Fluffy! Aufwachen! Ach auf und pass auf die Babys auf. Nein. Ungezogen. Ich will nicht. 5 Millionen. Onkel Buffy! Onkel Buffy! Buffy, Buffy! Oh, jetzt zwei Kinder. Leo und Flecky. Ich schick Buschel hierher, die soll gefälligst helfen. Bang, 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 bang. Wenig später. Da
bin ich. Okay. Oh, da hast du ja wieder was zu erledigen. Warte. Ja. Na kleine Flecki. Den schön Kätzchen, den schön. Du Flecki ist eingeschlafen. Was ist mit Leo? Miau! Fluffy, Leo miaut. Oh, jetzt schlafen sie. Ich pass auf die zwei auf, geh davon und mach, was du willst. Nein, eigentlich ist das meine Arbeit. Nein, unsere. Ist es sicher, dass du auf die Babys aufpassen willst? Ist dir das nicht gerade vorhin noch zu langweilig gewesen? Nein, hier hast du einen Kuchen. Oh, ein Milka-Kuchen, danke. Was denn jetzt, Fluffy? Oh, sieh mal auf dem Fenster. Danke, lang. Nein. Und zwar furchtbar viel. Da! Dieser Dicky treibt mich doch zur Weißglut. Alles, was der Radio hört, ist Kirche. Ah, aber eines Tages platzt mir der Kragen und dann sage ich ihm mitten ins Gesicht, was ich von ihm halte. Dieser Fettsack. Da unten sind ja jede Menge Katzenspuren. Fluffy, leg sofort Simbas Pistole hin. Du, das darfst du nicht. Du hättest die Babys verletzen können. Das ist unverantwortlich. Das werde ich jetzt Simba berichten. Da bist du aber selber. Jetzt? Simba! Ich komme! Spät da unten. Buschel, was ist denn los? Fluffy hat deine Pistole genommen und hat die alles erschossen. Mensch, Fluffy, jetzt hat er die ganzen Mauern kaputt gemacht. Fast hätte er die Kinder getötet. Das geht doch nicht. Wo ist Fluffy denn jetzt? Er ist draußen. Er ist oben. Im Schlafzimmer. Okay, ich werde ihn mir vorknöpfen, Buschel. Meine Pistole. Ganz viele Treppenstufen später. Mann, warum muss Fluffy Schlafzimmer ausgerechnet hier ganz oben sein? Bin schon ganz aus der Puste. Fluffy! Fluffy, ja? Wie konntest du auf so eine Idee kommen? Ich verstehe nichts auf Waffe eine. Jetzt stell dich nicht so dumm an. Warum hast du mit meiner Pistole unten die Mauern kaputt gemacht? Kein Aber, Fluffy, das war äußerst unhöflich und gemein. Böser Fluffy. Ganz schlimmer, böser Fluffy. Das kann ich nicht dulden, verstanden? Du bleibst hier in deinem Zimmer für eine Woche. Ungezogener Teufel. Thank you.
Ich gehe jetzt wohl auch in mein Zimmer. Der will mich jetzt eine Zeit lang nicht stören, hoffe ich. Der Spiegel sollte auch wieder mal gereinigt werden. Das sieht ja furchtbar aus. Der Spiegel auch. Ist das... Was ist da für eine Frau, die da mit Blackie zusammen ist? Wer könnte das sein? Oh nein, Fluffy, du machst doch nicht... Fluffy, was ist hier los? Sag einmal! Sag einmal, lernst du gar nichts? Verschwinde unter deine Decke! Und wenn du noch einmal eins meiner Sachen in die Hand nimmst, das ist das Igel! Schau nicht so blöd! Verschwinde gefälligst unter die Decke! Das reicht. So ist's richtig. Blöder Kater. Ich geh dann wohl mal wieder in mein Zimmer. Ja, die Pistole habe ich mit. Der wird mich jetzt eine Zeit lang wohl nicht stören. Ja klar doch. Du bist ja immer der Obergescheite. Du weißt ja immer alles so genau, du Vollidiot. Wem sagst du das, hä? Genau du bist derjenige, der immer alles ruiniert, du Idiot. Ich? Alles muss ich sein, oder was? Das bist auch du. Ich schnipp dir gleich eine, wenn du das noch einmal behauptest. Vergiss es, du Volltrottel. Du bist zu dumm, um das zu kapieren. Du bist zu dumm, um das zu kapieren. Ah! Lass uns besser den Auftrag auffüllen. Ja. Wir werden jetzt wohl die Polizeistation niederreißen. Ja, haha, komm mit. Was? Wie willst du es denn aufhalten, Kleiner? Ah! Was zum... Nein! Oh, oh, oh! Oh! So einfach wie du glaubst, geht es auch. Ha, da! 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 Lauf davon! Ich halte ihn auf! Renn zur Polizeistation und mach sie fertig! Nein! Ah! Nein! Nein! Ich kann nichts mehr sehen. Mir ist schwindelig.
Den machen wir fertig! Yeah. Auf ihn! Au! Au! Nein! Nein! Weg! 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 Jetzt bestrafen wir dich dafür! Los auf ihn! Ihr fahrt nicht klug als ich! Oh, aber stärker! Nein. Doch! Kann mich nicht mehr aus, Hilfe! Oh. Hilfe! Den mache ich fertig! Nicht nochmal! Nicht nochmal! Oh oh! Na los, den machen wir fertig! Ja! Oh oh! Weg hier! Hilfe! Hilfe! Lauft um euer Leben! Meine Füße! Weg! Ich hab da nicht mehr beim Berg hinauf! Es ist zu spät! Autsch! Schwarzes Mensch jetzt! Und dass er mich nicht gesehen hat! Jetzt nicht wie weg, bevor er mich noch bemerkt! Nein! Helf mir! Ich bin beim Berg oben, du Loser! Egal. Gehst da runter und vernichte diesen Schwächling! Nein! Weg! Schnell weg! Weg! Ich kann fast nicht mehr. Wo ist er denn jetzt? Er ist hochgegangen! Leute, der ist Luli gegangen. Sowas Witziges. Ich mach mal den Trottel. Ja. Nein. Nein. Egal was du machst, du kannst mich nicht besiegen. Runter da mit dir. Da ist keine Munition drin. Noch schnapp ihn! Das soll mir der Kerl büßen! Nicht fertig! Nein. Nein! Aha! Ich hab auch eine Waffe! Du! Oh, oh, scheiße! Nein!
Nein, Schon gut. Machen gut. Wow, so ist es nicht. Ich glaube, Fluffy würde das wohl auch gefallen. Apropos, wo ist eigentlich Fluffy? Warte, er wird doch wohl eh noch in seinem Zimmer sein. Was? Fluffy? Fluffy, bitte lass diese derartigen Versteckspiele. Bäh, bäh, bäh. Bäh, 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 bäh. Das Alarmsignal. Schnell. Au, au. Dummes Seil. Oh. Manschkis erkannt. Verdammt. Fluffy, da bist du ja. Was ist denn? Ich tu dir doch nichts. Fluffy, bleib stehen. Es ist dringend. Es ist ein dringender Fall. Verdammt nochmal. Manschkis erkannt. Undefinierte Manschkis Überfall gestartet. Undefiniert vorgedrungen. Haben allerhand Mist angestellt. Fluffy, jetzt hör doch auf, du bringst mich schon zum Niesen. Ich niese, wenn jemand so blöd tut. Aber Fluffy, bleib doch da. Nein! Bist du wahnsinnig geworden? Aua! Meine Hand. Das wirst du mir büßen. Fluffy. Fluffy, was soll dieses Babyspiel? Du benimmst dich noch ärger wie ein Baby. Sag schon. Du kleines Kätzchen. Glaubst doch wohl nicht, dass du stärker bist als ich, hä? Lass mich los! Nein. Du Verräter! Du bist ein Verräter, Fluffy. Ach! Du, nein, 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 Hör damit! Zackig! Hey! Meine Hand wird schon langsam müde! Jetzt gib doch her! Na, Fläffchen?
Her damit! Aua! Was da ist los, du Idiot? Simba! Reiß uns doch nicht alle nieder! Oh, tut mir leid, Leute. Aber Fluffy dreht komplett durch. Lass mich die Sache in die Hand nehmen. Fluffy, hör auf damit! Sofort! Verdammt nochmal. Und ob du das wirst? Na! Du hast dich schon nicht! Oh! Wir haben ja nur alles dunkel gesehen! Na und was bringt dir das jetzt? Du Ungetüm! Verdammt! 200 Meter. Denk nicht mal daran! Au! Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Betäubung. Was? Ich geb's auch. So Leute, Fluffy spinnt komplett. Aber das ist nicht so wichtig. Ich meine, dieser hat schon Bad Oink aufgehalten. Wow, der war aber schnell. Ja. Aber der böse Dicker ist jetzt wieder am Start. Was? Das ist ein dringender Fall, Leute. Wir müssen sofort einschreiten. Aber ohne Fluffy wird das nicht gehen. Doch, es wird gehen, Boomer. Weil der böse Dicker ist mein Freund. Kommt schon, lasst uns loslegen. Aber Fluffy kommt zuerst zum bösen Dicker. Maxi, ist das nicht ausgezeichnet? Super, oder? Denn ich habe nun einen neuen Plan, wie ich Simba endgültig vernichte. Weißt du was, Dicker? Was denn? Ich möchte gar nicht beleuchten, wie oft du das schon gesagt hast. 30
bis 30 bis 30.000 Mal, was 30, 30.000 bis 30 Millionen Mal. Halt die Klappe, Dicker. Ich meine, ey, Maxi. Komm, wir gehen jetzt los. Und werden uns jetzt mal schön ein bisschen in der Stadt umsehen. Was? Du bleibst hier! Verdammt nochmal! Maxi ist mir eh nichts nütze. Wobei, ich lass doch lieber ihn gehen. Einige Erklärungen später. Ja, Gott sei Dank lässt Dicker wohl doch mich gehen. Ich dachte jetzt echt, dieser Faulenzer wäre für gar nichts zu gebrauchen. Ach, sowas Nerviges. In diese Schuhe kommt doch keine Sau hinein. Die sind so kompliziert gebaut. Natsch. Mir wären die doch viel lieber. Aber draußen ist jetzt Schnee. Und da kann ich das nicht dulden. Dass ich mich erkälte. Also, sieht das Komplizierte lieber an. Und die Jacke auch noch dazu. Sobald sich die endlich mal anziehen lasst, bin ich schon ein Stück gescheiter. Was starr ich denn da die ganze Zeit hin? Ich sollte besser mal meine Jacke anziehen. Pulschen. So, endlich. Das wäre geschafft. Schnee überall, wo man hinkommt. Mal gucken, ob ich hier in der Stadt was Interessantes finden kann. Oh, ein schicker Schneemann. Na sowas. Na sowas. Da läuft ja der kleine Oink herum. Was führt dich denn in diese Gegend, Fluffy? In diese Gegend führt mich zum bösen Dicker. Der hat mich gerade losgeschickt, um hier herum zu gucken. Guck doch mit herum. Wir sollen nur gucken, ob wir hier was Interessantes finden. Wow, da könnten wir einmal sicher eine tolle Schneeburg bauen. Sieh doch mal, wie gut ich da oben stehen kann. Und Ziegezacke, hoi, 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 ach! Sie ist so ein Mist. Ich bin direkt in den Schnee gefallen. Das werden wir ja noch sehen. Aber immerhin habe ich ein schönes Muster im Schnee hinterlassen. So ist der Schnee nicht ganz so hässlich. Ja, du kannst es besser. Du fliegst nur früher hinunter, aber du kannst es besser, hä? Schlauberger. Du bist genauso ein Schlauberger wie der böse Dicker. Was machst du denn da? Der Bösewicht macht doch keinen Schneeengel, du Trottel. Oh gut. Ein Tyrannosaurus Rex schaufelt da. Ja, was machst du denn da schon wieder? Lass den Schnee! Der Schnee ist nutzlos! Schau doch mal, den kann man so leicht zerdrücken! Du! Das zahl ich dir heim! Warte nur, bis ich dich kriege! Dann werde ich dich... Du bist gleich... Ich werde dich in ein Schneewurm verwandeln. Bin ich ja ganz voll mit Schnee. Ach, dieser verdammte Kerl da.
Ich hab dem vertraut. Uah. Mach ich mal meine Jacke zu. Gut, ich glaube, den Idioten bin ich los. Oder auch nicht. Jetzt. Ja, du willst wieder davonlaufen. Okay. Jetzt ab. Mach ich die fertig. Oh. Nochmal. Du Vollidiot! Ja. Immer wieder Schnee. Dir werde ich jetzt zeigen! Wart du's nur ab! Yeah.